Liebe Freunde, hier ist euer Steinwalden. Neben den ganzen Kriegshandlungen gegen die Kinder von Ildar möchte ich nicht in Vergessenheit geraten lassen, dass wir hier gerade dabei sind, auf dieser arktischen Welt uns anzusiedeln, und bald wird dort auch der Baul-Samen gepflanzt, so nenne ich es mal. Bald wird das eine schöne neue Gaia-Welt werden. Hier Eyok Prime heißt sie erstmal noch. Dazu werden wir einen neuen Namen noch finden. So, wir machen gleich weiter hier in diesem Krieg, aber am Anfang will ich gerne, wie gewohnt, hier durch die Planeten gehen, denn da gibt es doch einiges, was wir noch wieder tun können. Hier zum Beispiel, wir können die Polizeiwache ja nochmal upgraden, dass wir die Kriminalität hier noch stärker bekämpfen. Wir sind hier schon ganz gut, haben das auf 40% gedrückt. Ich glaube, wenn wir jetzt nochmal höher gehen, dann kommen wir vielleicht wieder auf 0%, und dann werden wir das Problem hier wieder los mit diesem blöden Jurinz und dieser kriminellen Unterwelt. Das dazu, dann auf Terra Lux. Es ist so, ich habe jetzt durch den Einkauf ziemlich viel an exotischen Gasen hier ran organisiert, und ich denke, es ist an der Zeit, dass wir hier langsam Upgrades machen. Ist natürlich wieder eine Sache mit den verfügbaren Jobs, aber ich denke, einmal können wir es im Moment hier machen. Dann, was ist eigentlich hier Arbeitslosigkeit? Ach so, das ist ein Herrscher. Arbeitslosigkeit, weiß nicht, ist der eingewandert? Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwie einen Jobverlust hatten im Herrscherbereich. Bisschen merkwürdig. So, dann haben wir Ozeania. Hier ist was frei. Das ist hier auf unserer Festungswelt. Ozeania ist ja hier unten. Ja, ist die Frage, ob wir noch eine weitere Festung benötigen. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist hier nochmal die planetare Hauptstadt. Und ich denke, ich gehe hier erstmal tatsächlich auf... Also wir brauchen hier Arbeit, das ist so. Ich will erstmal abwarten, wie der Krieg läuft. Möglicherweise ist es gar nicht mehr nötig, das hier so super zu befestigen. Ich gehe mal auf Wirtschaftszonen hier unten. Dann haben wir auch noch Antarktika. Da hatten wir eine Mineralverarbeitungsanlage gebaut. Die werden wir auch nochmal verbessern. Und zu guter Letzt Arbor. Hier brauchen wir Wohnungen, und dann machen wir erstmal mit dem nächsten Stadtdistrikt hier weiter. Soweit erstmal zu diesen Ausbauten. Dann habe ich mir Folgendes überlegt. Bevor wir jetzt hier möglicherweise in eine Entscheidungsschlacht gehen, sollten wir nochmal Folgendes machen. Also wir werden jetzt erstmal das hier erobern und zerstören, und dann werden wir nochmal ganz kurz zurückfliegen. Hierhin vermutlich. Denn, jetzt haben wir erstmal analysiert, was das hier ist. Also wir werden hierhin zurückfliegen, weil wir dort reparieren können an der Station. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. So, wir haben erst Kontakt mit den Tebodaran Corsairs, also mit den Piraten dort, einer nomadischen Zivilisation hergestellt. Sie besetzen momentan einige große Raumstationen in und um das D471 Singularity System herum, wo der Großteil ihrer Art unter überfüllten und schmutzigen Bedingungen lebt. Trotzdem oder gerade deswegen scheinen sie eine starke Kampfkultur entwickelt zu haben. Das Leben in der kalten Leere ist für sie zur zweiten Natur geworden, und sie sind sehr geschickt in der Weltraumkriegsführung. Sie haben keine Zentralregierung, die erwähnenswert wäre. Stattdessen sind sie in verschiedene Fraktionen aufgeteilt, die endlos im Konflikt um Ressourcen und Respekt miteinander sind. Angesichts ihrer großen Bevölkerung und der Fähigkeit ihrer Station, Schiffe zu bauen, sind diese Machtkämpfe das Einzige, was sie davon abhält, zu einer bedeutenden Bedrohung für den galaktischen Frieden zu werden. Eieiei, das könnte sich natürlich möglicherweise auch ändern. Und wenn wir hier mal reingucken, dann sehen wir, was hier Beeindruckendes herumfliegt. 13.000er Flotten, große Stationen. Ja, das ist nicht die einzige Flotte. Hier ein riesiges Schiff. Die Kleek Armada. Sehr beeindruckend, das Ganze. Ja, wir können sie kontaktieren. Ich weiß nicht, was das bringt. Yee! Mehr Dwamax. Was willst du, töricher Dwamax? Was ist passiert, dass dein Gesicht so aussieht? Reaktorunfall, Vakuumaussetzung. Schau dich an. Wir sind die Tebadoran. Wir jagen Dwamax. Wenn Dwamax in tebadoranisches Gebiet kommt, machen wir Dwamax einen Topf aus dir. Nicht gut für Dwamax, oder? Vielleicht kennst du andere Dwamax. Vielleicht möchtest du, dass sie Dwamax einen Topf werden. Das lässt sich einrichten. Tebadoran kämpfen für Dwamax gegen andere Dwamax, wenn der Preis stimmt. Aha. Tatsächlich. Oha. Auch die können wir engagieren. Okay, also das ist sozusagen das Pendant der Faren-Marodeure auf unserer Seite so ein bisschen. Nun gut, es ist wie es ist.
Wir machen erstmal weiter. Wir haben 5000. Ich bin ein bisschen im Überlegen, ob wir unseren vielen Einfluss vielleicht dafür nutzen, das nächste Habitat zu beginnen. Wir hatten ja klar gesagt, was wir wollen, nämlich eine Spezialressource. Und ich hatte hier oben eine identifiziert, die ich nutzen wollte. Diese hier. Genau, flüchtige Teilchen. Ich glaube, ich mache das. Wir haben die Mittel, wir haben die Legierung dafür. Im Moment ist alles soweit im Bau. Und das dauert ja ewig lange. Wo ist das nächste Konstruktionsschiff? Das ist die große Frage. Gehen wir mal kurz durch. In Alpha Centauri. Das ist relativ nah. Das können wir direkt mal nehmen. Dann lass uns das mal reingehen und eine Megastruktur bauen. Wobei, hatten wir nicht eine Forschung im Bereich Megastrukturen? Megabauwerk aus lebendem Metall. Ach so, das ist ein Erlass. Baugeschwindigkeit. Ja, aber ich denke, das wird auch, wenn wir das gestartet haben, noch relevant sein. Hoffe ich zumindest. Sonst fliegen wir erstmal dahin. Das ist ja nicht mehr so lange. Fliegen wir erstmal hier hin und dann gucken wir. Bis dahin haben wir das möglicherweise schon. Gut, dann schalten wir das erstmal wieder aus. Und was haben wir hier? Forschungsbäume, Rivalität mit der UdSSR. Alles klar, das ist gut soweit. Hier läuft noch der Kampf. Construction complete. Okay, Migrationsabkommen mit den Forschungsbäumen. Soweit, so gut. Wenn ihr hier durch seid, meldet ihr euch, dann kommt ihr alle in die Reparaturen. Wo ist denn hier eigentlich unsere zweite Flotte? Warte mal, was habe ich denn mit der gemacht? Wo ist denn unsere terranische... Ach, die ist da auch dabei. Die habe ich eben gerade gar nicht gesehen. Na gut. Sehr schön, wie hier die Verstärkung ankommt. Hervorragend. Technology Research. Und wir haben die nächste Technologie. Sozialforschung. Sehr gut. Da wir die Möglichkeit haben, die Vielfältigkeit des Lebens zu studieren, können wir eine gemeinsame Basis aller Lebewesen finden. Die fundamentalen Bausteine des Lebens. Kleine Artefakte können wir rekonstruieren. Zerlegt kleinere Artefakte für zufällige Technologie-Boni. Ja, schon nicht schlecht. Wir haben relativ viele davon. Aber, nee, ich weiß nicht. So, maximale Fähigkeitsstufe Anführer finde ich gut. Megaplexe brauchen wir, glaube ich, nicht im Moment. Dann machen wir das mal als nächstes. Construction complete. Wären wir noch ein bisschen besser. So, Baul Centauri hat beendet. So, wann seid ihr endlich durch hier? Kann doch nicht so schwierig sein. Die nächsten Trümmer sind analysiert. Da gab es ein paar mehr Punkte. Jetzt seid ihr durch. Alles klar. Keine Verluste auf unserer Seite. War ja auch nur so ein kleines Ding. Brauche ich eigentlich gar nicht gucken. So, und jetzt will ich euch alle Mann zurückschicken zum Reparieren. Ihr bitte. Ihr bitte. Und ihr bitte. Alle fliegen nach Mirsam. Und dann geht es weiter. Construction complete. In Richtung Quesada und möglicherweise eine Endschlacht. Und es gibt eine Assoziationsanfrage von Lifania. Das ist möglich. Ja, ist doch großartig. Stimmen wir zu. Das ist doch schön. Wow, das freut mich. Damit sind sie teilassoziiert. Das ist doch wirklich schön. Natürlich, oh, und wir können auch ein Forschungsabkommen schließen. Die sind vermutlich forschungstechnisch unterlegen. Das können wir, weil wir bei der letzten Folge sind, auch noch in der nächsten Abstimmung mal beschließen. Ja. Construction complete. Föderation einladen geht nicht, sowieso nicht, weil wir nicht im Frieden sind. Soweit, so gut. Was ist hier? Die Bullenleit und Kinder von Ildar haben nicht Angriffspakt geschlossen. Technology Research. Bauvorhaben und die nächste Technologie. Da haben wir es. Megabauwerke aus lebendem Metall. Diesen Erlass haben wir und eben die Möglichkeit, lebendes Metall abzubauen. Der Abbau und die Verarbeitung des lebenden Metalls sind äußerst schwierig, aber die erfolgreiche Anwendung der wandelbaren Legierung bietet unvergleichliche Vorteile. Was machen wir als nächstes? Rumpfstärke Kreuzer, Neutroniumpanzerung, bessere Nachbrenner, Autokanone. Da sind wir immer noch nicht weiter im Kinetikbereich. Aber ich glaube,
Ob wir mal in Richtung Torpedos gehen, dann könnten wir unsere Korvetten ein bisschen differenzieren. Aber richtig stärken würde uns natürlich, wenn wir die nächste Panzerungsstufe finden. Ja, machen wir das lieber. So, und jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, der Erlass, da brauchen wir vermutlich schon lebendes Metall, um den. Genau. Das hilft insofern gar nicht, hier zu warten. Was ich hier gemacht habe, ist Quatsch. Die Merrimack kann also jetzt schon loslegen. Davon profitieren wir nicht. Und fangen mal bitte an. So, jetzt müssen wir aber kurz gucken. Wo ist denn das Ganze? Halt, das ist Quatsch. Also, wo haben wir denn das? Dwumga 1. Dwumga 1 haben wir hier eine Bergbaustation. Die muss dann erstmal aufgelöst werden. Und dann müsste es eigentlich möglich sein, hier das Habitat zu bauen. Ja, das ist der große Plan. Damit geht das seinen Gang. Und jetzt können wir da oben lebendes Metall auch endlich abbauen. Und jetzt ist die Frage, haben wir dort irgendwo ein Forschungsschiff? Oder sind die alle im Konstruktionsschiff? Die sind alle im Süden. Ja. Naja, dann müsst ihr mal dahin fliegen. Der Weg ist weit, aber die Bergbaustation wird in Auftrag gegeben. So, das können wir wieder rausnehmen. Dann haben wir erstmal nichts weiter zu tun. Gucken wir kurz mal. Construction complete. Hier brauchen wir, glaube ich, die Polizeiwache nicht erhöhen. Das reicht dann erstmal. Terra Lux, Antarktika, New Terra sind Baureihen abgeschlossen worden. Und wir müssen hier unten hingucken. Sind die Flotten schon bei der Reparatur? Vermutlich noch nicht ganz. Debris analyzed. Die zweite Eingreifflotte war hier jetzt aktiv, wird hier weiter fliegen, das ist auch gut. Dann können wir uns das Ding noch vornehmen. Complete. Nebenbei so. Trümmer gab ein paar Punkte. Sehr schön. Und die Kolonisierung ist auch losgegangen und wir sind jetzt hier in Tasri. Das ist auch kein Problem. Beziehungsweise die ist abgeschlossen. Das heißt, wir können jetzt hier endlich das machen, was wir immer machen. Wo ist es denn? Lebenssaat der Nubaol hier starten. Sehr schön. Damit ist das wieder vollzogen, dieser Akt. Gut, was wir mit dieser Kolonie machen. Ah, doch, wir wollten hier einen Bergbaudistrikt machen, ich erinnere mich. Wir werden aber als erstes in gewohnter Weise Genkliniken bauen und Landwirtschaftshalt. Zahl der Distrikte ist begrenzt. Wahrscheinlich ist es hier klüger, doch nicht auf Landwirtschaft zu setzen, sondern so viel Bergbaudistrikte wie möglich und den Rest mit Stadtdistrikten. Ja, dann können wir als nächstes gleich schon einen Bergbaudistrikt bauen, würde ich sagen, nach den Gegenkliniken. Das ist okay, der bringt ja auch Wohnungen. Gut, das wäre erledigt. So, jetzt bin ich kurz am Gucken. Gibt es hier schon Reparaturen? Ich glaube ja, die sind, glaube ich, gerade dabei. Die erste Flotte noch nicht. Die zweite wird gerade repariert. Und die ist möglicherweise auch noch auf dem Weg. Wir können hier sogar noch Flottenverbesserungen durchführen. Oha. Halt, nee, aber dazu müssen sie zurückfliegen. Das geht nicht. Dann machen wir das natürlich nicht. Jetzt ist die erste dran mit den Reparaturen. Und dann können wir uns wieder in Bewegung setzen. Dann geht es Gott sei Dank weiter. Halt, ich habe noch nicht die neue Forschung hier mir angeguckt. Wir haben plus 5% Forschungsgeschwindigkeit. Und wie machen wir weiter? Kostengebäude. Oh, das ist zu teuer. Bessere Sensoren. Verbesserte Reaktor. Dieses so billig, die brauchen wir vielleicht mal irgendwann. Die nehme ich als nächstes. Ja, die Reparaturen sind alle abgeschlossen worden. Das heißt, wir können uns wieder in Bewegung setzen. Die erste, die zweite und die erste. Eingreifflotte und wir bewegen uns planmäßig jetzt hier weiter. Bis hier würde ich sagen erstmal. Da ist schon eine gegnerische Flotte, 7000, kämpfen möglicherweise wieder gegen die Forschungsbäume. Und unsere Transportflotte bringen wir dann schon mal hier hin. In einigermaßen sicheres Gebiet. So weit, so gut. Es geht voran. Überfüllt, das wird sich bald ändern. Okay. Gut.
Hier beginnt der Aufbau. Das wird seine Zeit dauern. Und unser Herrscher hat eine neue Eigenschaft. Er erlangt ein Auge für Talent. Sehr schön. Das bedeutet, maximale Fähigkeitsstufe der Anführer nochmal plus 1. Oh, dann noch mit der Forschung zusammen. Ist leider nur so lange die 20 Jahre, die er dabei ist. Aber das ist schon, das kann schon was bringen. Das kann schon was bringen. Was machen die jetzt hier mit ihrer Transportflotte? Wollen sie da die Station angreifen? Die werden da gleich abgefangen. Sehr merkwürdig, was sie da vorhaben. So, wir haben diese verbesserten Reaktorverstärker jetzt schon erforscht. Protonenwerfer. Schadenenergiewaffen ist mir zu teuer. Dann werden wir Forschungsstationen für 8500 plus 10% ist ein absolut guter Deal, würde ich sagen. Okay. Wir machen uns jetzt auch schon auf die Socken. Müssten eigentlich diese Transportflotte dann hübsch abfangen können. Ja, das passiert auch dort direkt. Du bist da oben durch. Das heißt, dich schicken wir dann erstmal noch hier hin. Auch das nebenbei noch mit erobern. Und, der rätselhafte Catch, wahrscheinlich ist Cage gemeint, reißt ab. Was auch immer der Grund für den rätselhaften Catch hier auf Baol Antarktika gewesen sein mag, ist zu einem Ende gekommen. So plötzlich wie er gekommen ist, verlässt uns der Cage jetzt wieder. Irgendwie schade. Jetzt haben wir da schöne Forschungsstationen, ein bisschen haben wir davon profitiert. Na gut. Wird eben dort auch geforscht, das hat jetzt historische Gründe. Wir erinnern uns alle daran, warum es so gewesen ist. Nämlich wegen dieses Cages. So, diese Transportflotte haben wir offenbar jetzt erledigt. Das ist erfreulich. Und wir haben 6500 Legierung. Oh nein, Ausweitung des Drogenhandels. Jetzt, wo die Kriminalität die Oberhand gewonnen hat, hat auch der Verkauf illegaler Betäubungsmittel einen neuen Rekordwert erreicht. Eine Vielzahl von Suchtmitteln aus dem gesamten bekannten Weltraum wird hier geschmuggelt. Der Drogenkonsum hat sich in der Bevölkerung zulasten der allgemeinen Produktivität verbreitet. Das kann doch nicht wahr sein! Wir werden ein Handelszentrum für Drogen! Jetzt werden alle die Kritiker um die Ecke kommen und sagen, das ist schon immer schlecht, wenn wir hier Multikulti betreiben. Dabei haben wir doch jetzt schon diese super Halle des Urteils und trotzdem immer noch 15%. Oh, ohne das wären wir auf 0%. Verdammt, wie werden wir das los? Das kann doch nicht wahr sein. Noch ein zweites Ding. Können wir das überhaupt bauen? Könnten wir theoretisch. Aber ich meinte, 15% Kriminalität ist in Ordnung, aber... Ist doch schon... Doch schon ganz schön, muss ich sagen. So, die nächsten Trümmer haben wir. Ich glaube, dann ist nicht mehr viel mit Trümmerforschung. Mehr Schlachten hat mir meines Wissens nicht geschlagen. Wir lassen das Schiff aber einfach mal dort stehen. Wer weiß, was hier noch passieren wird. Okay, wir sind im nächsten System, was wir attackieren. Da wird kein großer Widerstand zu erwarten sein. Das sind diese üblichen kleinen Stationen, die wir schon kennen. Wir sind übrigens direkt am Flottenlimit, das heißt, wir haben jetzt komplett unsere Flotte aufs Maximum gebracht. Auch die Kampfflotte, das ist sehr, sehr schön. Und werden dementsprechend weiter fliegen. Und hier tobt offenbar gerade eine Schlacht der Forschungsbäume gegen die Gegner. Und dort ist jetzt auch die große Flotte des Gegners beteiligt. Und es sieht ganz so aus, als würden die Forschungsbäume diese Schlacht verlieren. Jetzt wäre es natürlich cool, wenn wir hier gleich mit reinsteigen könnten. Nachdem wir Hitimar haben, weil dann ist der Gegner natürlich schon schön angeschlagen. Aber wir haben schon die nächste Forschung, das kollektive Selbst. Individuelle Aspekte in der Gruppe zu finden ist natürlich und unvermeidbar. Letztendlich aber müssen die geteilten Aspekte höher gestellt werden als einzelne Individuen. Nochmal plus 1 Fähigkeitsstufe. So, anpassbare Bewohnerpräferenz. Das ist Bewohnbarkeit ist für uns eigentlich... Oh! Kriminalität minus 15%, das ist natürlich jetzt super gut. Das nehmen wir jetzt, künstliche Moralvorstellung. Das kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. So, jetzt macht mal ein bisschen hin hier. Wir wollen gleich weiterfliegen, das wäre jetzt echt hilfreich, wenn uns das schnell gelingen könnte. Aber wir haben schon mal die nächste Technologie. Sehr schön, nochmal 10% Forschung. Also unsere Forschung geht jetzt richtig ab.
Was machen wir als neue Forschung? Planetarer Schildgenerator. Ja, ich meinte, das kann irgendwann mal schön werden oder wichtig werden, wer weiß. Ist vielleicht nicht schlecht, diese Technologie in der Hinterhand zu haben. Ich glaube nicht, dass es im Moment das Bedrohungsszenario dafür gibt, dass wir das brauchen. Wir scheinen mit unseren Gegnern sehr, sehr gut zurechtzukommen und sieht überhaupt nicht so aus, als ob hier irgendjemand in unser Gebiet vordringen wird. So, die Station haben wir. Die anderen Stationen sind automatisch die unseren. Und ich würde sagen, wir ziehen hier gleich mit rein in diese Schlacht. Möglicherweise kommen wir nicht ganz rechtzeitig, aber der Gegner ist mit Sicherheit ein bisschen angeschlagen. Und es sind... Na, sie ziehen sich jetzt schon zurück. Mal gucken. Mal gucken, ob wir sie noch abfangen können. Ja, wir sind da, tatsächlich. Haha! Okay, es kommt zur Schlacht mit einem Teil der gegnerischen Flotte. Aber immerhin nicht ganz wenig, ne? Das ist die große Entscheidungsschlacht, die jetzt läuft. 14.000, also fast 20.000, eher 19.000. Oh nein, hier sind ja auch noch 5.000. Oha, 24.000. Und auf unserer Seite 26.000. Also das ist fast von der Flottenstärke fast gleichwertig. Also, nicht, dass wir uns hier übernommen haben. Es gibt eine Untertanintegration. Die Ildar haben begonnen, die Korall zu integrieren. Es wäre natürlich jetzt, eigentlich vom Timing her, wäre es natürlich spitzenmäßig, wenn die Integration abgeschlossen ist nach dem Friedensschluss. Wobei, das kann ja trotzdem weiterlaufen. Nehmen wir an, wir machen unseren Frieden so, wie wir das wollen. Dann wechseln die auf unsere Ethik und dann integrieren die und dann haben die, dann, ja, ist doch super. Dann haben wir ein Riesenproblem auf einmal gelöst, nämlich der Norden ist dann auch freundlich gesonnen. Ist doch spitzenmäßig, oder was? Fangao hat Stufe 6 erreicht. Ja, jetzt geht es nämlich auf die nächsten Stufen dadurch. Okay, das sind alte Informationen. Warum gehe ich da zurück? Wir müssen jetzt bei dieser Schlacht bleiben. Der großen Schlacht hier. Ich habe im Moment kein Gefühl, wie wir uns schlagen. Das sind natürlich jetzt hier Einzelflotten. Wenn wir die anklicken, sagt das erstmal nichts viel. Nicht so viel. So, im Moment. Wir verfolgen einfach mal ein bisschen den allgemeinen Zustand. 11 und 19.000. Würde ich sagen, sieht es noch okay aus. Können wir hier noch Hilfe schicken von der Flotte? Vielleicht kommt die noch rechtzeitig da an, was ich ein bisschen bezweifle, aber wir versuchen es mal. Bleiben wir weiter hier bei diesem epischen Kampf. Der Gegner hat hier 4 und 11.000 und hier noch 3.000. Ich glaube, wir haben ihn schon deutlich reduzieren können. Ich glaube, wir werden diese Schlacht ziemlich deutlich gewinnen. Und das wird damit ein erster richtig fetter Erfolg, der durchaus mit Verlusten verbunden ist. Wir sehen das hier an unserer Flottenkapazität, dass wir natürlich auch höhere Verluste haben. Aber der Gegner mit Sicherheit umso mehr. Damit wird der Weg frei sein für den Weg in Richtung der gegnerischen Hauptwelt. So, künstliche Moralvorstellung ist da. Dann schaue ich doch jetzt mal neugierigerweise auf New Terra. Wir sind bei 10% dort unten. Das muss doch auch irgendwann mal Konsequenzen haben. Gebirgszüge, synthetische Gedankenmuster. Befehlsnehmer der Flotte oder neue Entertainment. Ich würde sagen, wir machen erstmal Gebirgszüge, damit wir mal das ganze Blocker-Thema bald erledigt haben. So. Leute, hier ist nicht mehr viel übrig. Aber auch wir haben Federn gelassen. Aber die Schlacht ist unsere. Ja. 71 von 193. Bisschen was verloren. Aber beim Gegner sehe ich jetzt nur noch 6.000, 7.000 Kampfstärke. Das ist schon ein wesentlicher Unterschied. Liebe und Leid, garantiert die Unabhängigkeit der Kinder von Ildar? Oha, das ändert natürlich ein bisschen was. Hier kommt jetzt nochmal 2.300 mit dazu. Sie kriegen Verstärkung. Und die nächste Technologie ist da, nämlich der Schildgenerator. Wie machen wir weiter? Tachyon-Sensoren, Disruptoren. Ich gehe hier nochmal weiter mit den Forschungsstationen. Das bringt schon viel. Was kommt hier uns zu Hilfe? Hier kommt das Reich von Kitur uns zu Hilfe mit einem Schlachtschiff noch von der Seite.
Das ist in der Tat hilfreich. Nicht, dass wir hier doch noch aufgerieben werden. 5 und 5000 hier. Aber ich meinte, sowas nennt man Entscheidungsschlacht, ne? Da passiert sowas halt. Das hat eben auch Verluste auf unserer Seite. Sieht das nach sich. Der Gegner hat hier nur noch 4 erbärmlich kleine Flotten. Es ist jetzt wirklich nur noch eine Frage Zeit, bis wir jetzt einen großen Sieg davon tragen. Es müsste auch einiges am Kriegsstand dann ändern. Gouverneur Stufe 6 erreicht. Sehr gut. So, jetzt sind noch die Transportschiffe hier dran. Und dann ist diese Schlacht beendet. Ja, wäre ganz schön, wenn wir noch einiges von denen erwischen. So, es ist vorbei. Es ist vorbei. Die Schlacht ist gewonnen. Unser Admiral Chang Mo hat Stufe 4 erreicht, der terranischen Flotte. Das ist schön. Und zur Flottenkampfstatistik. Ja, wir sehen es. Wäre irgendwie ganz cool, mal eine Gesamtzusammenfassung zu bekommen. 13 Korvetten, 3 Zerstörer, 2 Kreuzer. Ja, okay, wie auch immer. Wir haben gewonnen. Und das bedeutet, schaut mal, 70 und 48. Und das bedeutet, dass die Akzeptanz für einen echten Frieden jetzt deutlich höher ist. Aufgrund der hohen Kriegsmüdigkeit. Wir brauchen noch 51 Punkte. 30 werden wir noch durch die Kriegsmüdigkeit bekommen. Der Rest muss durch Besetzungen kommen. Und das heißt, jetzt ist definitiv das Ziel Quesada, jetzt die Hauptwelt zu besetzen. Hier sind jetzt nur noch Reste ihrer Flotte. Der Rest ist erstmal verschollen. Kann uns jetzt nicht gefährlich werden. Was wir jetzt schaffen müssen, wir müssen jetzt Ersatz produzieren natürlich. Das ist ganz klar. Aber, liebe Leute, an dieser Stelle ist erstmal die Staffel vorbei. Ich denke, wir werden in der nächsten Staffel den Frieden erreichen. Und man kann davon ausgehen, dass wir eigentlich unser Kriegsziel auch erreichen werden. Insofern können wir, glaube ich, unter dieser Prämisse diskutieren. Und ich glaube, dass der Integrationsprozess, wenn wir das so durchziehen, wie wir das geplant haben mit dem Frieden, nicht abgebrochen wird. Und das bedeutet eigentlich, dass, ja, sie machen es nicht, dass also auch automatisch zwar die Kinder von Ildar zwar ein großes Reich werden, indem sie oben das noch mit annektieren, aber dass dieses Reich halt uns entspricht und damit eigentlich sehr, sehr gute Beziehungen aufzubauen sind. Das ist sozusagen eine wichtige Geschichte und damit könnte unsere Föderation extrem, extrem an Bedeutung gewinnen. Hier wollte ich auch nochmal schauen, wie sieht es aus mit der wirtschaftlichen Macht der Föderation. Wir sind jetzt oben, das heißt, eigentlich müssten wir jetzt bald Föderationspräsident werden und das bedeutet, dass wir auch die Föderation endlich umbenennen können und dass wir die Föderationsflotten steuern können, die im Übrigen auch ziemlich, ziemlich groß sind. Ja, ich glaube, das wird im Frieden dann der Fall sein. Okay, jetzt, ich glaube, dadurch, dass jetzt Krieg ist, ist jetzt nicht unglaublich viel zu diskutieren an neuen Dingen. Der Weg ist eigentlich klar. Was wir unbedingt besprechen müssen, was machen wir jetzt mit diesem Thema Fraktion? Ich gehe mal davon aus, dass sich jetzt an dieser Problemlage nichts großartig geändert hat. 11.11 ist es sogar jetzt. Also es ist, hat sich vermutlich noch verschärft, was das betrifft. Ich weiß nicht, möglicherweise ist auch das hier. Es könnte sein, dass diese Größe... Nee, das könnte es nicht sein, weil doch... Diese Größe ist ausschlaggebend, gar nicht die Größe. Das hier ist ausschlaggebend. Und hier sind wir bei pazifistisch 8%. Okay, das ist jetzt eine wichtige spielmechanische Erkenntnis, glaube ich. Das ist vermutlich die entscheidende Bezugsgröße. Insofern war der Denkfehler von Anfang an da, dass wir hier drauf geachtet haben und geguckt haben und nicht hier drauf. Okay, also wir müssen auf jeden Fall jetzt nochmal beraten, was machen wir jetzt mit diesem Fraktionswechsel, Ethikwechsel, wollen wir ihn dann komplett abblasen unter den Voraussetzungen oder wollen wir dann entsprechend doch eine Änderung durchführen und in Kauf nehmen, dass pazifistisch verschwindet und damit aber auch dieses ganze Idyll und damit im Prinzip unsere gesamte ökonomische Aufbauarbeit. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, boah, es ist eine Horrorvorstellung, ehrlich gesagt, das zu ändern. Weil wir haben ja bewusst jetzt auf Landwirtschaftsdistrikte gesetzt und so weiter, weil die Wohnraum bringen, wenn das alles wegfällt. Wir verlieren
überall unfassbar viel Wohnraum. Wir müssten alle Distrikte umbauen und so weiter. Also, das hätte einen radikalen Wandel. Ich, zum ersten Mal, muss ich persönlich sagen, davon würde ich abraten. Davon würde ich abraten. Und das bedeutet eigentlich, jegliche Ethikänderung führt dazu, dass wir im Moment Pazifismus verlieren. Aber gut, ich verweigere mich dem nicht. Wenn ihr das wollt, dann ist das eben so. Dann stürzen wir in eine Wirtschaftskrise. Das kann ja auch eine interessante Geschichte ergeben. Lassen wir das mal offen. Also das muss unbedingt beraten werden. Und dann können wir noch darüber diskutieren, wie unsere neue Kolonie heißen soll. Ejok, ich schaue sie nochmal an. Wir haben hier sehr viele Mineralien und gefährliche Tierwelt. Das prägt sie so ein bisschen. Sie war mal arktisch, aber das... Ah, schaut mal, wir sehen nochmal diesen schönen Gaia-Welteffekt. Wunderbar. Aber das hat sich jetzt erledigt mit dem Arktischen. Gut, damit ist erstmal Schluss. Staffel zu Ende. Wir werden in der nächsten Woche dann in etwa wieder die Abstimmung erleben. Ich bin gespannt, wie ihr debattieren werdet. Wieder unter dieser Folge bitte die Debattenbeiträge. Bis dahin macht's gut, euer Steinwall.